eine um 100.000 Euro restaurierte Orgel, kostenloses Kino und ein neuer Schauraum. Hellbrunn präsentiert sich 400 Jahre nach der Wahl seines Erbauers Markus Sittikus zum Erzbischof mit einem ganzen Bündel an Neuerungen. Größter Brocken bei den Erneuerungsarbeiten war die Restaurierung der Orgelwalze des mechanischen Theaters aus dem Jahr 1750. Unter internationaler Beteiligung aus Italien, Deutschland und der Schweiz fanden die österreichischen Schüler- und Jugendmeisterschaften im Rahmen der Tyrolien Open in Innsbruck statt. Sophie Schaller und Lara Nicola Roth aus Salzburg holen die Einzeltitel. Das Krankenhaus Schwarzach zeigt sich mit dem Baufortschritt seines neuen Kinder- und Jugendspitals sehr zufrieden. Bis Herbst soll der Rohbau weitgehend fertiggestellt sein. Die Eröffnung des mit 35,5 Millionen Euro veranschlagten Projekts ist im Frühjahr 2014 geplant. Vom 15. bis 21. April findet die bereits 7. Bildungswoche in Hüttau statt. Diesmal unter dem Motto Miteinander von Jung und Alt. Am Sonntag, den 15. April, werden Landeshauptmann-Stellvertreter Wilfried Haslauer, Landesrat Walter Blachfellner und Pfarrer Ambros Ganitzer die Bildungswoche feierlich eröffnen. Erstmals ziehen alle Gemeinden einer Region an einem Strang, um der Landflucht entgegenzuwirken. Im Oberpinzgau haben sich 9 Gemeinden zur Initiative Komm, bleib zusammengeschlossen. Die Gemeinden wollen gemeinsam qualifizierte Facharbeitskräfte zurück in den Oberpinzgau holen. Zielgruppe sind vor allem jene Oberpinzgauer, die nach der Lehre in die weite Welt gegangen sind.